Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch heute wieder einmal ganz herzlich zu einem neuen Podcast von mir. Und ich hoffe, dass es euch allen gut geht und wir eine gemütliche, schöne Stunde, Dreiviertelstunde verbringen können. Ja, ich habe nicht so viele Wollen heute zu zeigen für euch. Ich habe ein fertiges Projekt, Socken zähle ich immer nie so richtig dazu. Dann habe ich wunderbare Kerzen mal wieder gemacht und jede Menge Schatzkästchen gepackt für euch. Also, da erzähle ich gleich noch ein bisschen was dazu. Und sonst hoffe ich, dass ihr eine schöne, gemütliche Strickzeit jetzt habt und wir loslegen können. Genau. Also, ich habe mir wieder mal ich bin zur besessenen Teetrinkerin in Irland geworden. Es geht immer noch alles um Irland, also ich weiß auch nicht. Und da habe ich mir so ein Paket mitgenommen als Erinnerung. Und das ist einfach nur ein ganz normaler, klassischer Breakfast-Schwarztee. Und den habe ich mir jetzt heute gekocht mit jede Menge Sahne drin. Und schon, jetzt habe ich richtig geschlürft, aber der ist so lecker. Und ich trinke ihn auch aus einer meiner Lieblingstassen. Also die kann ich auch mal zeigen. Das ist von einer französischen Firma, die heißt Guillain. Also ich kann nicht so gut das auf Französisch ausdrücken, sprechen. Und die hat halt diese wunderschönen Wicken. Und die ist, ja, die, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ich hatte mir damals so in meiner Studentenzeit gekauft. Ich drehe die mal ein bisschen. Die ist sehr voll und sehr heiß. Und ich finde auch diese Farben halt so wahnsinnig schön. Und das sind diese Wicken. Ich habe uns heute noch ein bisschen im Garten gefunden. Allerdings sind das hier auf der Tasse Duftwicken. Das ist ja ein großer Unterschied zwischen normaler Staudenwicke und einer Duftwicke. Die Duftwicken duften und sind nicht mehrjährig. Und die Staudenwicke ist ja schon im Begriff. Ich fange jetzt gerade hier an zu faseln über Botanik und allen Dingen. Ja, die Staudenwicke, die ist halt, kommt immer wieder und deswegen ist sie natürlich toll und hat aber leider keinen Duft. Und die Duftwicke, die hat einen unvorstellbar feinen, wunderbaren Duft. Ich glaube, ich muss mal eine Färbung machen. Ich muss die nächste Färbung Duftwicke nennen. Ja, also gut, es geht los. Ich zeige euch jetzt die Wollen. Ich habe nochmal den Mondzauber gefärbt, weil der so, so unglaublich beliebt war bei euch. Und da könnt ihr nochmal schauen. Ich habe den jetzt in der Qualität gefärbt, in der ich auch meine kleine nette Wickeljacke drin stricke. Und zwar ist es mit Seide 50%, Seide 50% Merino mit 300 Metern. Und dann habe ich mir gedacht, ich bleibe mal ein bisschen bei der Seide, weil der Mondzauber, das Glitzernde, Glänzende, das passt einfach zur Seide. Und da habe ich dann diese Qualität genommen mit 400 Metern. Also das sind 75% Merino, extra fein und 25% Seide. Und das ist nicht ganz so glänzend, aber wie jetzt mit 50% kann man vielleicht sogar ein bisschen erkennen. Und die Farbe sieht auch wieder ganz anders aus. Genau, also für etwas dünnere Projekte. Dann bleibe ich mal bei der unglaublich beliebten letzten Rose. Die war so schnell vergriffen, dass ich sie auch nochmal nachgefärbt habe für euch. Diesmal mit der Seide 300 Meter, also die gleiche Qualität wie diese. Und mit der 800 Meter, also einem Single-Garn. Und das kann man ganz toll für Pullover verwenden als Beilauffaden oder eben auch so für so ein ganz zartes, hauchfeines Tuch oder zum Beispiel mit Mohair kombiniert, dass man so eine, zum Beispiel ein Lampignon-Tuch rausstricken kann oder sowas. Ja, und jetzt geht es ja schon mit großen Schritten in Richtung Herbst. Und deswegen habe ich einige Unifärbungen gemacht für herbstliche Projekte. Sei es das besondere Tuch, was jetzt gerade bald starten wird, vom Mystery Carl, vom Steven West. Da habe ich jetzt einfach mal eben in der 400 Meter Lauflänge ein paar Färbungen gemacht, und zwar Herbstfärbungen. Das ist die Kürbisernte. Und den habe ich extra auch nochmal, also das ist mit der Schurwolle und Lyocell-Tencel-Qualität. Die hat halt einfach diesen Glanz vom Tencel. Und das habe ich jetzt, den Strang habe ich jetzt mal hier geöffnet, da für euch, um damit ihr mal schauen könnt, wie viele verschiedene schöne schwimmende Kürbisfarben da drin sind. Und Fuchsfarben und
abfallende Blätter und sowas alles. Ja, es hat natürlich auch ein so ein bisschen schönes, cremiges Orange dabei. So ein ganz weiches, schönes, tragbares, sag ich mal. Obwohl, man kann natürlich auch ein wunderschönes, knalliges Orange toll tragen. Aber es ist jetzt so ein bisschen dezenter, sag ich mal. Und ja, das ist diese Färbung. Und ich habe das nochmal mit einer etwas dickeren Wolle, aus einer dickeren Wolle gefärbt. Und zwar mit der 85-15, also 85% Merino extra fein und 15% Polyamid und 266 Meter. Und da seht ihr, dass die Farben ein bisschen mehr, ja, dass die hier so ein bisschen strukturierter sind und hier verschwommener sind, also ein bisschen mehr tonal gefärbt. Aber es ist das gleiche Farbpattern und auch die gleiche Technik und die Wolle ist einfach nur eine andere. Sieht das dann immer so aus. Genau, und wo wir jetzt bei diesen Herbsttönen sind und diesen dunklen Farben, die ich übrigens sehr, sehr, sehr mag. Und da habe ich jetzt die Wege ins Endlose gefärbt. Das ist eine neue Färbung und ich wollte unbedingt einen Farbton finden, der einen Hauch von so ein bisschen schlammigen Grautönen hat und so ein bisschen ins Khaki, aber nur so ein Hauch. Das ist eigentlich eher so ein, es ist auch ein Anthrazit dabei oder so ein Wolfsgrau. Also ich finde, sie ist so schön geworden. Genau, das sind die Wege ins Endlose. Da seht ihr auch, dass immer wieder mal so ein bisschen hellere Töne entstehen. Und wo wir gerade bei den dunklen Farben sind, habe ich noch die Nachtwelten gefärbt. Und zwar ist das auch eine Lyocell-Tencel-Wolle mit Merino. Die habe ich jetzt wieder die habe ich ganz lange nicht gefärbt. Die habe ich bestimmt fast ein halbes Jahr lang nicht mehr gefärbt. Aber die ist an sich, habe ich die immer im Programm, nur irgendwie ist die mir aus dem Sinn gekommen und jetzt ist sie wieder da. Könnt ihr zuschlagen. Und zwar ist das hier die Jagdwolle mit Seide und Merino. 366 Meter. Das ist auch die Färbung Nachtwelten. Das sind also beides die gleichen Färbungen, die natürlich in dem Jack einfach dunkler ist und auch ein bisschen anders wirkt mit der Seide. Und ich bin sehr, sehr begeistert von dem Farbton. Ich wollte so ein Grau-Blau, was ein bisschen ins Grüne geht, aber nur angedeutet. Und das ist mir gelungen. Ich habe richtig so ein bisschen so gemischt und die Farben so, ja, auch natürlich wirken lassen, denn es ist einfach jetzt, es geht mit ganz großen Schritten in Richtung Herbst. Und daher kommen jetzt die dunklen Farben. Aber natürlich noch nicht so viel, denn ich habe nochmal die Puderfee für euch gefärbt, weil, wie gesagt, sie war so schnell vergriffen, da habe ich einfach gedacht, ich mache sie nochmal auf einer Lyocell-Tencel. Und da kommen die Farben nicht mehr so stark verschwommen, so ein bisschen strukturierter raus. Und ich finde sie ganz, ganz schön. Also das ist grau und dann auch mal wieder ein bisschen was Leuchtendes, ein bisschen Hingucker dabei. In erster Linie so ein schönes, ich sag mal so ein Pfingstrosenrosa mit diesen grau schimmernden Sachen, also ganz schön. Und man kann sie, glaube ich, sehr gut kombinieren. Zum Beispiel mit der japanischen Kirschblüte, die ich jetzt endlich gefärbt habe. Denn es war nochmal ein Kundenwunsch, dass ich sie nochmal färbe. Und habe sie jetzt endlich geschafft nachzufärben. Das hat sehr lange gedauert, weil ich diese Qualität nachgeordert hatte. Und das ist die 80% Merino extra fein mit 20% Polyamid auf 300 Meter. Und also perfekt für jetzt diese etwas wärmeren Strickjacken, Pullover. Und ja, vom Richtwert ist es so, dass ihr bei einer 300er Lauflänge eben einfach ein, zwei Stränge je nach Größe mehr braucht. Also für eine Größe M braucht ihr dann 3 bis 4 Stränge. L und bei XL kenne ich mich jetzt nicht so aus. Das kann ich da nicht sagen. Da braucht ihr sicherlich 5. Für jetzt nicht so eine riesige Strickjacke, sondern eher ein Pullover. Und wo hingegen mit einer 400er Lauflänge, wie hier diese 80-20,
wunderbare Sockenwolle. Also ich sag mal Sockenwolle dazu, weil es ist natürlich Merino extra fein, perfekt für Pullover und andere Sachen geeignet. Aber halt auch für Socken sehr, sehr geeignet. Die, da braucht ihr nur drei Stränge für eine L und XL. Wie gesagt, kenne ich mich jetzt leider nicht aus. Könnt ihr gerne mal schreiben, würde ich mich sehr für interessieren, wie viel ihr für XL braucht, ob das schon hinhaut, dass ihr mit drei Strängen, dass die reichen bei einer 400er Lauflänge. Ja, und dann habe ich gedacht, die mache ich auch nochmal für euch auf, die japanische Kirschblüte. Irgendwie habe ich davon Unmengen hergeholt, also ich habe drei Stück geholt. Ich konnte heute Morgen nicht zählen. Ja, das sind einfach tolle Sprenkel hier, so ein leuchtende. Und da habe ich einen Strang mal geöffnet für euch, einfach damit ihr euch mal die Sprenkel anschauen könnt. Ich finde sie so toll. Ach, ich liebe diese Sprenkelfärbungen. Es macht unglaublich Spaß, sowas zu färben. Und ist natürlich hier mal schön weißer Anteil dabei. Da kommen wieder die Sprenkel raus. Dann leuchtet es wieder mit tollen, was ist das eigentlich für eine Farbe? Wie würdet ihr die beschreiben? Schon pink, blau, Pfingstrose. Ich bleibe mal mit meinem Ring hängen gerade. So, das ist die japanische Kirschblüte. Und das ist in keinster Weise eine Herbstfärbung, sondern fröhlich. Fröhliche Sommerfärbung, und man braucht auch sowas. Gerade wenn es jetzt dunkel wird, braucht man auch helles und leuchtendes. Also ich brauche das. Vielleicht geht es euch ja genauso. So, und ja, ich habe die Spätsommertage nochmal gefärbt. Und leider habe ich jetzt gerade einen Strang nicht aus der ersten Partie. Das ist eben handgefärbt. Die sind deutlich dunkler geworden. Und das ist ja auch sinnbildlich. Die Spätsommertage werden weniger, beziehungsweise sind wahrscheinlich schon komplett vorbei. Aber heute nicht. Heute nicht, während ich das aufnehme, nicht. Und da seht ihr das Grün und das Gold. Und ich finde diese Farbe so schön. Deswegen habe ich euch den Strang nochmal aufgemacht. Eine unglaublich beliebte Färbung bei euch gewesen. Da der blaue Himmel vom späten Sommer. Und ja, das tolle Sonnenlicht, das jetzt so durch die schrägen Sonnenstrahlen so schön, ich muss den Ring kurz mal ausziehen, durch die schrägen Sonnenstrahlen so schön auf die Erde kommt. Und dann das Grün, das letzte Grün der Blätter und natürlich die braunen werdenden Blätter. Also das ist wirklich eine sehr schöne Färbung, finde ich. Ja, und das habe ich nochmal mit einer kleineren Sorge. Also das ist jetzt die Decay-Stärke, also 180 Meter auf 100 Gramm für Mützen. Und ich zeige euch heute meine neu angeschlagene Mütze damit, für meine Tochter. Und jetzt habe ich es aber nochmal mit einer Sockenwolle gefärbt. Also das ist 75 Schurwolle Merino extra fein, 25 Polyamid mit 366 Metern. Eine meiner Lieblingsqualitäten. Ich habe ja sehr viele Lieblingsqualitäten, stelle ich immer wieder fest. Genau. Gut. Ich habe ja schon gesagt, ich habe nicht so viele neue Färbungen, weil ich viele Färbungen für euch nochmal nachgefärbt habe, weil die eben so, da waren noch so viele Nachfragen, ob die nochmal aufgelegt wird, ob die nochmal in den Shop kommt und so weiter. Und dann habe ich das gemacht. Jetzt zeige ich euch die Kristallkugel mit der Merino-Wolle. Und zwar ist das, ich sage immer Merino, Mohair-Merino-Wolle. Und zwar hat die 360 Meter und das ist eine ganz tolle Qualität für Strickjacken, Pullover. Man darf natürlich nicht ganz empfindlich sein mit Mohair. Also das wäre wahrscheinlich jetzt nichts für mich, da bin ich ein bisschen empfindlicher. Aber andere sind das weniger. Ich bekomme also sehr positive Rückmeldungen von vielen, dass das eine tolle Qualität ist. Und ich finde, diese Sprenkel sind so, die sind wirklich einfach nur, und das ist eine richtige Sprenkelwolle, eine reine Sprenkelwolle, und macht sich unheimlich toll als fröhlicher Pullover, Tuch, was auch immer ihr daraus zaubern wollt. Und in der Qualität habe ich noch den Rosenball. Und das habe ich gedacht, mache ich auch mal den Rosenball für euch auf, dass ihr mal sehen könnt, was das für eine wunderschöne Färbung ist. Genau, also ihr seht, die Grundfarbe ist eigentlich ein ganz zartes Altrosa und dann kommen immer noch mal diese Rosenblätter dazu und das immer alles gegen den Himmel fotografiert. So stelle ich mir das einfach vor.
Das ist nochmal so die Erinnerung an den Sommer. Und es sind auch Sommerfarben, also für die Sommertypen perfekt geeignet. Und da könnt ihr euch das nochmal hier anschauen. Und diese Färbung habe ich auch noch in der in einer Sockenwollqualität, die eben nicht so stark behandelt ist, sondern so eine Bio-Sockenwolle, sage ich mal. Also schneller biologisch abbaubare Polyamid. Und da ist dann die Färbung viel weniger strukturiert. Und die Sprenkel sind also eigentlich eher, sage ich mal, so verwaschene Sprenkel, aber sie sind auch absolut erkennbar. Also hier zum Beispiel könnt ihr sehr gut sehen, dass die Sprenkel absolut kommen. Und gerade dann für Socken ist das auch toll und spannend. Das ist also diese Rosenballfärbung. Und da seht ihr den Unterschied. Die Farbe ist an sich die gleiche, aber die Strukturiertheit ist auf dieser anderen Wolle, auf der Mohairwolle viel stärker. So, jetzt komme ich nochmal zur letzten Färbung und dann sage ich, ja, ich glaube schon, ist das letzte hier. Und zwar ist das nochmal der Rosenapfel. Ja, ich verstricke ihn gerade und deswegen habe ich ihn nochmal für euch gefärbt. Auch weil er innerhalb von, weiß ich nicht, der war sofort weg. Und deswegen habe ich einfach mal beide Sockenwollqualitäten genommen, die ich sehr schön finde. Und zwar ist das diese 80-20, von der ich gerade schon erzählt habe, die habe ich angeschlagen. Und das ist die 85-15. Und die ist ein kleines bisschen kuscheliger vielleicht und eignet sich natürlich daher auch sehr, sehr gut für Pullover, Tücher. Sie ist aber ein bisschen glatter und ein bisschen weniger aufgeflucht, also wirkt etwas dünner. So, und jetzt erzähle ich noch was zu den Schatzkästen. Dann sind wir heute richtig schnell mit den Färbungen durch heute. Ja, ich färbe noch mehr, aber momentan ist das, was ich bis jetzt geschafft habe. Also ich habe ja erzählt, dass ich jede Menge Schatzkästchen gemacht habe, denn ich denke, es geht jetzt so ein bisschen Richtung, nicht direkt Weihnachten, aber es geht in Richtung Geschenkezeit. Und also meine Familie hat alle, die haben alle im Herbst Geburtstag, also ganz viele. Und allgemein, auch wenn man sich selbst noch was gönnen möchte, wenn man einfach sagt, so, jetzt kommt ein Schatzkästchen, da sind nämlich Geheimnisse drin. Ich habe das so in der Beschreibung geschrieben, was Weiches, die Wolle, was zum Duften, die Kerze, also zum Riechen, mit allen Sinnen erfassen. Was zum Schmecken, was zum Anschauen und so weiter. Und das ist in diesem Päckchen drin und die Wollen, da möchte ich euch jetzt nicht so mit überraschen, sondern das ist ja auch dann eine Sache, die man vielleicht doch in Ruhe aussuchen möchte. Ist also kein Geheimnispäckchen, sondern Überraschungspäckchen, sondern eben mit einer Wolle, die ich auch extra fotografiert habe für euch. Und das ist hier die Wandelnde Wege mit Seide, eine Mini-Strangast, der ist auch Seide, also 50-50 Merino und 50 Seide. Mit 400 Metern und da kommt ihr auch schon ganz schön weit. Also es ist jetzt für Socken, würde ich sagen, viel zu edel, aber ihr könnt das für ein schönes Tuch verwenden. Und wenn ihr zum Beispiel so einen Grauton habt, ganz toll mit dem Grün kombinierbar und dann unten eine kleine, den Rand da mit dem Mini machen, zum Beispiel für ein Tuch oder sowas. Ihr seid ja auch sehr kreativ und da habt ihr bestimmt tolle Ideen. Und da drin ist jetzt eine unterschiedliche, mal eine kleine und mal eine große, je nachdem. Diese habe ich jetzt hier, also ich liebe das, es sind jetzt gerade so ein bisschen herbstliche Düfte, die ich für euch gemacht habe. Das ist, die heißt hier Wattewölkchen, da könnt ihr mal reinschauen. Das verziere ich immer mit meiner Tochter, da ist ein bisschen Edelsteine dabei. Bisschen Schnecken, Häuser, die wir auch teilweise gefunden haben. Die haben wir am Meer gefunden oder an so einem kleinen See lagen die alle im Sand. Und dann habe ich noch eine weitere herbstliche Duftvariante gemacht an Kerzen. Und das ist der zarte Honigtau und der duftet also nach süßem Honig und ein bisschen Creme. Also ich liebe das gerade sehr, diese Kerzen und Gemütlichkeit. Das passt so ein bisschen in die Herbstzeit. Genau. Ich spiele jetzt den Herbstwalzer von Stefanie Bieber. Musik.
Ja, ihr habt ja schon gesehen, dass mein Tuch fertig geworden ist, das Blättertuch von der Alana Dacos aus dem Buch Botanical Knits. Und ich habe das aus zwei Fäden gestrickt, und zwar einem Merinogarn. Ich sage immer Merinogarn, Mohairgarn, Kit Mohair Seide und einem Faden von der tollen Zebrawolle in der Färbung Ahnungen. Und zwar liebe ich diesen Auberginenton. Also es ist ja kein Lila, das ist ja eigentlich wirklich so ein dunkles Aubergine, bisschen mit Hauchidee von Lila, sage ich mal. Und ja, wir haben schon Fotos draußen gemacht. Die werde ich euch natürlich gleich, oder die werden wir euch gleich einblenden. Und das Tuch ist so schön groß geworden. Ich habe leider natürlich wieder nicht die Reste hierher gelegt. Die sind ordentlich im Schrank. Mann, ich wollte unbedingt euch diesmal zeigen, wie viel ich übrig habe. Aber ich habe nicht mehr viel übrig. Ich habe also zwei Stränge verbraucht von dem Kit Mohair Seide. Also dieser Lockenwolle und zwei Stränge von dem 100% Merino 400 Meter Lauflänge. Also das ist wirklich ein richtig, richtig großes Tuch geworden. Und ich habe einfach irgendwann aufgehört, diesen Glattrechtsteil zu stricken, als ich meinte, dass es jetzt langsam genug wäre. Das kann man ja immer unheimlich schlecht erkennen auf der Nadel. Aber ich habe jetzt nicht nachgezählt, wie viele Maschen das waren. Wenn ihr das nachstricken wollt, es ist noch einiges, also ich hatte noch ungefähr schon ganz schön viel vom Strang, weil die Blätterborte ja richtig viel, also richtig breit ist auch. Die wird zwar immer wieder klein, weil es ja Blätter, so ausgeformte Blätter sind, aber es ist trotzdem noch eine ganze Menge Rand, die da dran gestrickt ist, also so ein Stück Rand. Und in der Summe sind das vom Tuch vielleicht ein Viertel. Das ist echt schwer abzuschätzen, weil es ja immer größer und breiter wird, das Tuch. Ich glaube, man kann ungefähr sagen, dass ihr ein Viertel übrig behalten solltet, damit ihr das richtig ausnutzen könnt. Ja. Also bei mir ist es ja dann nicht mehr immer so schlimm, wenn ich dann sage, so ja gut, ich stricke weiter, und wenn es dann gar nicht reicht und wenn es einen dann ärgert, dann färbe ich mir da mal die Wolle nach oder so. Aber wenn man dann von Anfang an planen möchte, wie viel ihr dafür braucht, dann wäre es natürlich schön, wenn ich das vorher mal ausgebogen hätte, dass ihr das richtig schön nachstricken könnt. Das merke ich mir jetzt fürs nächste Mal. Das verspreche ich euch, dass ich da wirklich ein bisschen genauer, dann einfach nur eine kleine Zahl, einfach gerade wiegen, wie viel noch über ist, und dann könnt ihr das so in der Art nachstricken, weil es ja nicht genau nach Anleitung, in der Anleitung ist es sehr, also es ist deutlich kleiner in der Anleitung, und deswegen habe ich das auch auf großen Nadeln gestrickt. Ich glaube, es waren 5,5 Nadeln. Für mich sind das große, weil ich immer ziemlich locker stricke, und ich wollte es weich haben, also so um den Hals zu tragen, und groß vor allen Dingen für den Herbst, weil es ja in der Summe eigentlich eine Decay dann ist. Diese Lockenwolle, das ist eine 350 Meter Lauflänge, und mit einer 400er zusammen kann man sagen, dass es eigentlich fast eine Decay-Stärke ergibt. Also circa 200 Meter auf 100 Gramm. Ja, ich finde, es ist so wunderschön geworden. Es ist einfach, also durch diesen Seidenanteil glänzt es ein bisschen, durch das Mohair wärmt es total, und der Merino-Teil bewirkt, dass es so weich ist. Also schon eines meiner ganz, ganz großen Lieblingstücher, hoffe ich mal. Also denke ich mal. Ich habe so unglaublich, unglaublich liebe Kommentare von euch bekommen. Ich habe über 400 Kommentare unter meinem letzten Video. Ich bin einfach nur hin und weg. Also ich danke für eure ganze Liebe, die ihr mir zurückschenkt. Das ist unglaublich. Ich bin wirklich sprachlos. Also, ihr merkt es schon ein bisschen. Ich konnte es nicht glauben. So jeden Abend, und auch noch, als das Video schon 2 Wochen online war, kamen immer noch mal wieder jeden Abend weitere Kommentare von euch. Es ist unvorstellbar. Also Abend, also meistens abends, weil man kommt ja abends dazu, ein bisschen was zu schreiben oder was zu schauen.
Und den ganzen Tag ist man auf dem Bein oder wie auch immer. Und ja, ich kann es nicht ganz glauben. Es ist, und auch was ihr da geschrieben habt, so liebevoll. Also wirklich ganz, ganz herzlichen Dank. Und wie komme ich jetzt da drauf? Weil irgendwie, es geht ja auch um die Verlosung. Aber ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, warum ich das gerade in dem Moment sagen wollte. Irgendwas mit dem Tuch? Ach ja, ja genau. Weil da wurden mir auch Fragen gestellt, wie ich zum Beispiel die Tücher lagere und wie ich die, ob ich die alle trage und so weiter. Und es stimmt schon so, dass ich so viele Tücher habe, dass ich sie natürlich nicht immer dauerhaft trage. Sie sind, aber ich habe immer ein schönes Geschenk bereit, wenn es mal ganz schnell gehen muss. Da freue ich mich, also ich verschenke tatsächlich sehr viele Tücher und das finde ich auch ganz toll, wenn man einfach das auch wieder weiterschenken kann, so was man so in Liebe gestrickt hat. Genau, das ist das eine und ich lagere sie in Schachteln und in meinem Schrank, also zusammengelegt. Und wenn ich dann ganz schnell und eilig bin und ein Tuch greife, ist es manchmal eins, was ich gerade so über den Schrank geworfen habe, also unordentlich, ganz unmöglich. Bei mir. Aber ich habe sie in der Schachtel. In vielen Schachteln. Gut. So viel zu dem Thema mit dem Tuch. Und der Tücherliebe, die ja nun mal ausgeprägt ist hier bei mir. Aber ich trage tatsächlich sehr gerne die Tücher auch, weil wenn ich so am Computer arbeite und dann wird einem so ein bisschen kalt, also wird mir dann ein bisschen kälter dann, wenn man sich ja weniger bewegt, dann schmeiße ich mir einfach schnell ein Tuch drüber. Und wenn es dann wieder zu warm wird, runter. Über den Stuhl schmeißen so. Und das ist eigentlich, jetzt trinke ich auch den Schluck zu Ende. Das finde ich halt das Tolle an den Tüchern, dass die einfach, und ja, und wenn es mir nur so ein bisschen am Rücken warm sein soll, dann lege ich sie mir so über. Und wenn es dann vorne mehr kühlen soll, wärmen soll, so finde ich es immer noch die leichteste Variante, ein Tuch zu tragen. Also am wenigsten wärmend. Und wenn es dann richtig wärmen soll, dann wickele ich mir das zigmal um den Hals und hier so runter, das wärmt dann hier und über die Schultern. Also die Tücher sind einfach total toll. Und wenn es dann nervt und irgendwie rutscht oder so, wenn man sich zu viel bewegt, dann mache ich mir hier so eine Schlaufe, also so eine Brosche rein. Gibt es auch so Hutnadeln für, also jetzt so geschlossene Hutnadeln. Schalnadeln, nicht Hutnadeln. Oder eben mit einem Knoten, dann hält es auch gut. Und natürlich auch immer hier so. Und dieser, ich sage immer, traditionellen Bindetechnik, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, so rutscht eigentlich auch nichts. Manchmal rutscht es dann so ein bisschen hier alles hoch an Halt und so will ich mir das wieder so runter. Ausgefein. So, jetzt kommt es aber wirklich endlich hier rüber und dann könnt ihr ein bisschen schauen.
Ja, dann geht es weiter mit den fertigen Projekten. Die Heidi hat mir wieder Socken gestrickt. Und zwar hat sie mir aus dem Adventskalenderstrang von der lieben Kirsten von Quickstrick, hat sie mir diese Socken gemacht. Und der Strang war ja toll, also so toll abgegrenzt von den Farben. Es war halt so ein tolles leuchtendes Aqua, sag ich mal, und so ein schöner Braunton. Und es hat wunderbare, herrliche Ringelsocken ergeben. Die könnt ihr euch jetzt mal hier anschauen. Und mit der Strickmaschine ist natürlich wahnsinnig ordentlich gestrickt, ne? Und ja, hier in dem Bumerang-Fersenteil sieht es halt auch witzig aus. Da sind die Streifen halt größer geworden. Das finde ich immer so toll und so spannend an den. Ich zeige mal zwei gleichzeitig, merke ich gerade. Ja, das finde ich sehr schön an handgefärbten Sockenwollen, dass man eigentlich nie wirklich weiß, was passiert. So, das sind die Socken von der Kirsten. Die sind fertig geworden. Dann habe ich Tüchtigsocken gestrickt und zwar ist die Gypsy Queen fertig geworden. Das habe ich auch aufs Sockenbrett gespannt. Ja, am besten direkt mit der schlechten Stelle zeigen. Ja, ich weiß auch nicht, manchmal bin ich dann so unkonzentriert, dass dann so ein Riesenloch entsteht an der Bumerangferse. Und da habe ich, glaube ich, sowieso irgendwie was gemacht. Ich weiß auch nicht, da war ich irgendwie, war irgendwas der Wurm drin. Ich hatte hier so ein schönes Bündchen gemacht mit verschränkt, eine Masche verschränkt, rechts verschränkt gestrickt. Genau, also zwei Socken werden auch immer bei mir fertig, weil ich immer direkt die nächste anschlage. Der alte Trick, dass die zweite Socke fertig wird. Ja, und es ist auch so ein bisschen streifig geworden, aber nicht so richtig. Es sind nicht so komplette Streifen. Und ich zeige euch mal, wie viel ich übrig behalten habe. Ich habe nämlich einen sehr langen Schaft stricken wollen, wie ihr seht. Da habe ich wirklich nicht sehr viel übrig behalten. Also ich hätte noch eine ein, zwei Nummern größer stricken können mit dem langen Schaft. Aber ein Strang reicht auch. Das ist jetzt die Rami-Qualität, also 300 Meter, 80% Schurwolle Merino extra fein, 20% Rami. Und ja, das reicht für 6-fach Socken bei mir. Und weil ich ja von der Rami auch so begeistert bin gerade, ich verstricke die so gerne, die glänzt so ein bisschen, die ist schön fluffig und dick. Da habe ich dann jetzt gerade eine neue Färbung mir auf die Nadeln genommen. Und zwar die Färbung Shabby Chic. Und da bin ich auch schon fast mit der zweiten Socke fertig. Also ich stricke das übrigens mit diesen Chiagu Holznadeln. Nee, das sind gar nicht die Chiagu, das sind die von Knitpro. Die von Chiagu sind, glaube ich, Bambusnadeln. Die habe ich aber auch da. Und ich habe auch die Metallnadeln. Und ich habe übrigens gerade ganz viele Nadeln. Also ich habe alle Stricknadeln wieder im Shop von Chiagu. Auch die Sockennadeln, kurze und lange, habe ich, glaube ich, bestellt. In vielen Größen. Und das ist da jetzt endlich mal wieder aufgefüllt. Da könnt ihr euch jetzt mit Nadeln eindecken. Genau. Ich habe auch die. Jetzt erzähle ich gleich, was wir. Vielleicht vergesse ich es gleich. Also ich habe auch die kurzen Mützennadeln. Die 40er Seile habe ich auch ganz gut aufgestockt. Genau, das ist die Färbung Shabby Chic. Ich finde die auch richtig toll. Das ist so ein Blau mit Lila und Mauve. Und ja, mein Mauve. Wieder mal. So, die wird aber dann wahrscheinlich, Entschuldigung, Gott, oh Gott, bald fertig werden. Muss einen Schluck trinken. Und dann, ach ja, ich wurde auch kurz mal nach dem Nadeltäschchen gefragt. Und zwar habe ich das von Voluminös, das ist ein Etsy-Shop. Verlinke ich unten mal wieder von der Verena. Ich finde die sehr, sehr schön. Die sind sehr fest genäht, also ganz toll von der Stabilität. Und die gibt es in kurzen und in langen Nadel. Wie nennt man das eigentlich? Täschchen. Und das kann man dann hier so reinlegen und macht es hier an den Seiten zu. Und dann fällt nichts mehr raus und keine Nadel geht verloren. Und ich drehe mir die dann immer noch so ein bisschen schön drauf, dass es so schön sauber und ordentlich ist. Und dann verschwindet es im Täschchen. Das Täschchen ist übrigens auch von der Verena. Genau, die mag ich sehr, sehr gern, diese Taschen und auch diese Motive und so. Ein bisschen Natur.
So, und jetzt habe ich was ganz besonders Schönes zu zeigen. Und zwar habe ich mal wieder von der Annette Socken bekommen für mich. Und das sind die wundervollen, zauberhaften Riesling-Socken. Und die Anleitung verlinke ich auch hier unten, dass ihr die euch anschauen könnt. Ich finde die so unvorstellbar süß. Das ist so ein niedliches Muster und ist bei Ravelry zu kriegen. Und jetzt wird das mal hier schön aufs Sockenbrett gespannt. Und es raschelt hier ein bisschen. Geht noch. Genau, da kann man nämlich das Muster viel besser anschauen. Das ist wirklich wie diese Riesling-Trauben, so süß, wie das da so runter... Ich war also wirklich dermaßen verzaubert von diesen Söckchen. Und deswegen wollte ich sie euch unbedingt zeigen. Und da kann man auch, ich denke, das ist auch in einer etwas belebteren, das ist ja eine etwas belebtere Socke, also nicht so stark belebt, aber ein bisschen, also so ein bisschen rangierend gefärbt. Da kommt das Muster ganz toll, auch trotzdem ganz toll durch, obwohl es ja jetzt hell auf hell ist. Ich müsste das eigentlich mal mit so einem dunkleren innen drin zeigen, aber habe hier nichts Dunkles. Vielleicht das Tuch, probiere ich mal aus, ob man da das Muster besser sehen kann, weil es echt sehr, sehr, sehr hübsch ist und man kann es dann vielleicht besser erkennen. Ja, nö, Heike, das kann man eigentlich nicht wirklich besser erkennen. Sieht auch noch komisch aus. Das ist gar nichts. Das ist keine gute Idee gewesen. Aber ich halte es einfach ein bisschen näher hin. Die Kamera stellt das ja hoffentlich auch perfekt scharf. Ja, kriege ich ein Nicken hier. So, das sind die Riesling-Söckchen. Und das ist das, was fertig geworden ist. Beim letzten Podcast hat es ja geklingelt an der Tür. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Und in dem Moment bekam ich nämlich ein Paket. Und zwar von einer ganz lieben Kundin. Und sie hat mir Socken gestrickt. Und die zeige ich euch jetzt mal, weil es so, so, so lieb war. Ich habe mich so unglaublich gefreut in meiner Größe, in Größe 38. Also es ist so, und guck mal, die sind so viel Mühe, so einen langen Schaft dazu gestrickt. Und das sind richtige Kuschelsocken. Die sind kuschelig, weich. Also es ist so lieb. Ich habe mich so gefreut. Also danke dafür. Das ist so eine Überraschung gewesen und verewigt mit dem Klingeln im Podcast. Also ja, und so richtig schön gestrickt mit der Käppchenferse hier hinten. Und ich denke, es ist hier auch nochmal so eine besondere Art, dass der Spann auch schön weich verläuft, also ganz, ganz besonders schön gestrickt, die Socken. Also man merkt, dass das richtig gekonnt ist und nicht so wie meine kleinen Stino-Socken ständig immer nur mal gerade so, das sind eh die von der Heidi. Ja, gut. Ich will sie jetzt nicht schlecht machen mit den Löchern drin. Ich stricke es ja auch in erster Linie, um die Färbungen zu testen. So ist das ja nicht, aber das ist ja richtige Sockenstrickkunst, würde ich sagen. Und deswegen möchte ich euch das nicht vorenthalten und damit auch auf die Art und Weise nochmal ein herzliches Dankeschön sagen. Und in dieser Woche habe ich so viele Päckchen bekommen, nein, nicht so viele, zwei Päckchen bekommen, aber ich bekam auch noch Brief und Karten und das ist so liebevoll und lieb von euch und ich bin ganz berührt gewesen. Und jetzt zeige ich euch noch, was ich in einem weiteren Päckchen von der Kundin bekommen hatte. Und zwar ist das nicht niedlich, das ist ein Lesezeichen. Wunderschön. Rosa, also ne, mein Rosa. Muff. Flieder. Also Pfingstrosenrosa. Mit einem wunderschönen Lindgrün und diese Blättchen so niedlich dran. Und da hier eine Perle reingestrickt. Genäht, wollte ich sagen. Und gehäkelt ist es ja. Aber so süß mit der Quaste. Kannst du dir dann so ins Buch hängen und vielleicht auch eine tolle Anregung für euch. Ich weiß nicht, welche Anleitung das war, vielleicht nach einem Gefühl oder einfach so sich überlegt, aber es ist sowas Liebes gekommen. Für mich als Romantikerin. Dankeschön. So lieb. Mich so darüber gefreut. So, und jetzt, wo wir jetzt gerade bei der Freude sind, möchte ich euch auch eine Freude machen. Es geht los mit der Verlosung. Und zwar von meinen 6000 Abo-Verlosungen von den zwei Stück. Hat gewonnen. Den ersten Preis hat die Wollkick in Klammern Carina gewonnen. Und zwar dieses Täschchen mit den zwei Strängen da drin.
die du als Set verarbeiten kannst oder eben einzeln Socken oder eben auch das, von mir aus das Seerosentuch daraus stricken kannst, zusammen mit der Tasche. Und liebe Carina, ich freue mich für dich mit. Du hast jetzt gewonnen, die Wollkick Carina. Und dann freue ich mich über deine E-Mail und dann wird die Wolle mit dem Täschchen an dich geschickt. So, das war der erste Preis. Ich tue das auch mal hier rein, damit ich es nicht verliere. Und den zweiten Preis hat gewonnen. Ich mache es mal richtig spannend, indem ich jetzt nochmal ganz wichtig das Tuch hier hinlege. Das sind alles die Kommentare unter dem Video gewesen. Es waren halt so viele, dass die Gewinnchancen natürlich bei über 400 nicht mehr so groß sind. Aber gewonnen hat Claudia Weber die beiden Lorelei-Stränge in den unterschiedlichen Qualitäten und die Duftkerze, Schokominz, genau. Das ist dein Preis, liebe Claudia. Und ja, freue mich über deine Nachricht, damit ich dir das zuschicken kann. Und ich hoffe, dass dir die Wollen Freude bringen und die Kerze, ein bisschen Gemütlichkeit abends. Ja, dann herzlichen Glückwunsch zu deinem Gewinn. So, das lege ich jetzt hier rüber. Genau. Ja, und den großen Gewinner von dem Podcast Nummer so und so, den sage ich euch gleich. Jetzt ein bisschen Abwechslung. Ein bisschen Spannung steigern. Genau. Ich habe ja auch sehr viele angefangene Projekte. Ich habe hier, glaube ich, 5 Projekte liegen. Das ist großartig. 5 angefangene Projekte. Ja, aber kleine. Also die Socken zählen ja eigentlich nicht dazu. Die 2 Paar Socken zählen nicht dazu. Also 3 angefangene Projekte. Und deswegen, wo jetzt die nicht zählenden Socken, eine habe ich schon gezeigt, zeige ich euch jetzt die Rosenapfelsocken aus der High Twist von einer meiner Lieblingsqualitäten. Ich muss lachen, weil ich so viele Lieblingsqualitäten habe. Ich wollte eigentlich noch so einen Strang hergeholt haben. Vielleicht kann mein Sohn den finden. Und zwar heißt die, die sieht ungefähr so aus. Und die Färbung heißt Rosenapfel. Die findest du. Da auf dem Tisch. Ich hatte die gezeigt vorhin. Ja, da muss ein bisschen was tun hier. Nicht einfach nur immer nur rumliegen und sich lang. Nein. Ja, also das ist die Rosenapfelfärbung und ich finde sie ganz toll und ich bin richtig begeistert und ich bin auch ein bisschen begeistert, dass ich das so schön feststricke, dass ich so eine schöne feste, handgestrickte Socke hier bekomme, denn das ist ja eine ausnahmsweise mal keine 6-fädige. Ja, super. Eine von denen wird es auf jeden Fall sein. Ja, richtig. Perfekt. Dankeschön. Ganz lieb von dir. Hier. Und zwar ist das der Rosenapfel. Das ist, das ist die Färbung. Und so sieht das dann aus. Huch. Ja, ich bin richtig ein bisschen begeistert darüber, dass ich das so schön feststricke. Und ich habe das Gefühl, ich werde immer fester dabei. Aber ist ja nicht schlimm. Ist ja umso besser. Dann leiern die nicht so. Ja, und die Nadeln sind, glaube ich, 2,0. Und das sind Knitpro-Nadeln. Ich weiß auch nicht, ich habe das nämlich gesucht und nicht gefunden. Ich habe mir so ein richtiges Shiagoo-Nadelset, eins habe ich noch im Shop, mit allen Größen mir auf Seite gelegt und finde es nicht. Das ist irgendwie komisch. Ich finde mein eigenes nicht mehr. Und das habe ich mir mit Bambusnadeln, glaube ich, geschnappt. Im Shop habe ich das mit Stahlnadeln, also mit Edelstahl. Ja. Und diese Socke, die kommt ja immer mit bei Autofahrten. Auch wenn es nur ganz kleine, kurze Autofahrten sind, kommen die immer mit, diese Socken. Und somit werden die auch groß. Und da habe ich eigentlich gefühlt noch gar nicht so viel dran gestrickt. Und deswegen bin ich so begeistert, dass ich jetzt mal ausnahmsweise 4-fach Socken stricke. Und mir macht das richtig Spaß. Sogar ein bisschen mehr Spaß als 6-fach Socken. Genau, das Beutelchen hatte ich auch mal von einer Kundin geschenkt bekommen. Zeige ich euch mal. Mit dem Faden hier. Das
ist so ein, ich glaube, das ist so ein japanisches Beutelchen und das kannst du ja dann so sogar so halten oder besser mit der kurzen Seite und dann daraus stricken. Stehend zum Beispiel, wenn man nicht sitzen kann. So. Jetzt geht's weiter mit meinem Tuch, was ich schon angeschlagen habe beim letzten Mal. Und zwar so ein bisschen ein Ausdenktuch, was ich mir so ausdenke derweil. Mit dem schönen Gelb, was so ein bisschen Strukturmuster gibt, weil die Wolle dicker ist. Ich habe mittlerweile auch ganz schwer den Verdacht, dass es die Qualität mit dem Bambusanteil ist. 400 Meter Lauflänge. Und deswegen ist es natürlich klar, wenn ich mit einer 500er Lauflänge diese Jackwolle kombiniere, also die Jacke ist das 500er Lauflängengarn, also 30% Jack und 70% Schurwolle Merino extra fein, 500 Meter. Färbung heißt Elfenprinzessin. Ja, finde ich schön. Ich finde, es ist auch, sieht auch aus, wirklich aus wie so eine Elfenprinzessin. Und die andere Wolle ist ein Einzelstrang gewesen, den ich irgendwo habe rumliegen lassen. Die heißt Goldkind, die Färbung. Das ist auch wirklich so ein schönes Gold. Und dadurch, dass das so ein warmer Ton ist, wird er mir auch gut stehen. Und ich mag es jetzt schon. Ich werde es allerdings jetzt mal auf eine größere Nadel ziehen. Ich habe ja auch jetzt gerade die ganzen langen Lace-Stricknadeln drin mit 150 cm Nadelseil, also Seillänge. Und die sind halt einfach toll für diese ganz langen Reihen, die jetzt hier entstehen. Dadurch, dass es ja ein bisschen dünneres Tuch ist, sind diese Reihen, das sind schon richtig viele, ich zeige das die ganze Zeit falsch rum, das sind schon richtig viele Maschen auf dem Tüchlein hier. Und ich werde mich jetzt auch langsam entscheiden müssen mit dem Musterrand. Hilfe, ich fange an zu wühlen, merke ich gerade wieder. Und zwar habe ich mir da
das Strickmusterbuch von der Lydia Klöß rausgesucht. Da sind 500 Strickmuster drin, ist im Weltbild Verlag erschienen. Aber ich glaube, es ist auch in einem anderen Verlag. Ich habe mir das nur bei Weltbild dann geschnappt. Und zwar sind da also von Patentmustern, Blattstrukturmustern, da werde ich glaube, ich werde da so ein Blattstreumuster nehmen, weil es einfach jetzt so ein bisschen zum Herbst passt, oder so ein Farnmuster. Hier habe ich so eine Blätterranke ist zum Beispiel hier drin, oder einfach so flächige Blattmuster würde ich euch jetzt gerne zeigen, aber da habe ich ein bisschen Sorge, dass ihr dann vielleicht das ja, dass ich da zu viel zeige. Soll man ja immer ein bisschen aufpassen. Aber diese zum Beispiel, eins von diesen, machen wir gerade die Hand dahin, so, ganz geschickt. Hier eins von diesen Mustern werde ich auf jeden Fall nehmen. Ah, so. Könnt ihr mal so schauen. Eins von diesen vielen Blattmustern, da sind sehr viele drin. Bei 500 ist das klar, ne? Das ist also unvorstellbar liebevoll und toll zusammengestellt. Filigrane Blütenranke, Tulpenbeet. Also es ist wirklich, wirklich jemand für jemanden, der gerne kreativ mit Mustern umgeht. Und ich habe, glaube ich, noch nicht so eine große Strickmustersammlung sonst wo gefunden. Ich habe schon 3, 4 von diesen Strickmustersammlungsbüchern und lieb die auch. Die sind schon sehr schön, gerade wenn man immer gerne so ein bisschen was experimentiert oder auch mal eine Mütze einfach mal nach nur noch einem Muster macht, so ein Mustersatz, der dann aufgeht zum Beispiel, oder Socken. Also für die Experimentierfreudigen unter euch, das ist, das empfehle ich wirklich, dieses Buch. Und da werde ich jetzt so langsam anfangen, aber ich mache mir da auch keinen Druck, das ist so ein, ich habe viele Tücher, das hat gar keine Eile. Womit ich so ein bisschen jetzt loslegen möchte, ist die Mütze für meine Tochter mal wieder. Meine Tochter ist so unglaublich süß. Also, es ist wirklich sehr, sehr niedlich. Denn ich habe ihr eine sehr schöne Mütze letztes Jahr gestrickt. Die hat sie dann voller Freude zum Schlittenfahren mitgenommen. Und seitdem findet sie sie nicht mehr. Und sie ist so unglücklich darüber gewesen, weil sie sie einmal getragen hatte. Ja, und jetzt ist diese, jetzt ist sie weg. Und so viel Traurigkeit. Ich dachte, das kann ich jetzt nicht mehr aushalten. Jetzt kriegst du eine neue Mütze. Und dann hat sie mir ganz genau gesagt, wie sie sich die vorstellt. Also die Wolle hat sie nicht ausgesucht. Die frage ich sie einfach. Ich habe die nämlich erst gestern Abend angeschlagen. Und ich weiß nicht genau, ob ihr die Färbung gefällt. Wenn sie ihr nicht gefällt, nehme ich die für mich. Das ist ganz klar. Denn mir macht es so viel Spaß. Das ist die Färbung Spätsommertage. Genau, dann könnt ihr auch mal gucken, wie... Die ist halt deutlich heller geworden und in der zweiten Charge, also das ist ja dann eine zweite Auflage von der Wolle, habe ich irgendwie mehr Braun dabei und da ist sie dunkler geworden. Das ist spannend, aber das ist eben bei der handgefärbten Wolle in einer unterschiedlichen Charge. Damit muss man so ein bisschen rechnen, dass das eben passieren kann. Meistens passiert es gar nicht so deutlich, aber hier ist es jetzt so gewesen, obwohl ich das Rezept genau aufgeschrieben habe. Ja, also... Sie hat sich das so gewünscht. Und zwar habe ich jetzt bei Revelry ein bisschen gestöbert. Sie wollte eine Mütze haben, die man umschlagen kann. Und zwar so ungefähr, so einen ganz breiten Rand hat. Und da habe ich diese Anleitung von Frau Riedel gefunden. Die ist kostenlos bei Revelry, werde ich auch verlinken für euch, falls ihr Lust habt, die nachzustricken. Das ist eine ganz schlichte. Aber, also das ist natürlich jetzt auch speziell meine Tochter, sie hat gesagt, einen großen Rand zum Umklappen, aber dann ein schönes Muster oben drüber. Gut, da habe ich dann, ich habe bestimmt eine halbe Stunde bei Revelry geguckt und habe nichts gefunden. Außer, dass ich dann eine sehr süße Mütze gefunden habe, die ein niedliches Muster hat. Und zwar von Daniela Herring, diese Fairy Tale Mütze. Und diese Anleitung ist kostenpflichtig, also die hat ungefähr, ich glaube, 2 Euro gekostet, etwas mehr als 2 Euro. Und das habe ich natürlich dann auch gerne gekauft, diese Anleitung. Und werde jetzt, also diese beiden Mützen kombinieren. Der breite Rand von dieser und dann die Fairy Tale Muster Mütze. Und ich denke, dass ich
Vielleicht, also es ist zwar angegeben 100 Gramm, auch bei dieser Mütze. Aber ich denke, dass ich habe mir sicherheitshalber nochmal den zweiten da auf Seite gelegt, weil es eben heller geworden ist, damit es doch so ein bisschen besser passt, falls ich für den Rest dann noch ein bisschen was brauche. Und wenn ich dann noch habe, werde ich mir da eine kleinere Mütze von stricken, weil ich die Färbung toll finde. Und ich finde es sehr schön im Muster. Sieht ganz toll aus. Es wirkt fast ein bisschen, also das sind natürlich alles Naturfarben, also so Naturtöne, ne? Grün, braun, gelb. Und dadurch bekommt diese ganze Färbung so ein bisschen, ja, was Erdiges, sowas. Bisschen Natürliches. Ich finde es richtig schön. Genau, das für die Mütze. Und da werde ich jetzt so ein bisschen, was ja auch Spaß gemacht hat. Also das macht einfach Spaß, mit dicker Wolle zu stricken. Das wird einfach schnell fertig. Ich habe da gestern Abend nur ein bisschen dran gestrickt. Und dann war es schon soweit. Ja. Und außerdem macht es Spaß, auch so ein bisschen nicht nur so eine ganz leichte Mütze nachzustricken, sondern auch so ein bisschen zu experimentieren. Ich bin gespannt, weil die eine, ich muss dann auf 105 Maschen hochgehen und habe aber mit 85 oder 84 angefangen. Also das, ja, das liebe ich. Ich habe früher Unmengen an Mützen gestrickt. Ich habe also Mützen, bevor ich überhaupt irgendwie was anderes gestrickt hatte. Ich glaube, ich kann es nicht mehr sagen, wie viele Mützen ich gestrickt habe. Gefühlt 100. Nein, ist Quatsch. Aber richtig viele. So, jetzt kommt in meiner Lieblingstasche. Ich bin wirklich besessen von dieser Tasche. Ich finde sie so schön. Also eigentlich möchte ich sie gar nicht für die Strickprojekte verwenden, sondern so als Umhängetasche so nehmen. Aber jetzt habe ich sie doch für dieses Strickprojekt genommen, weil ich gerade keine andere griffbereit hatte. Allerdings werde ich das jetzt demnächst dann ändern, wenn es ein bisschen größer wird oder wenn ich einfach mal dazu komme, meine Taschen wieder zu sortieren. Und ich habe euch ja schon beim letzten Mal erzählt, dass das diese schöne Wickeljacke wird, aus der Mondzauber, 300 Meter gestrickt. Und ja, könnt ihr schon ein bisschen reinschauen. Ich hatte beim letzten Mal, glaube ich, gar nicht gesagt, wer das entworfen hat. Two of Wands heißt die Designerin oder ihr Künstlername, besser gesagt. Und das ist auch eine Anleitung, die es bei Ravelry gibt. Und ich bin schon ganz schön weit gekommen. Also die Ärmel sind abgetrennt. Und jetzt wird hier eine Schräge, damit das eben so rübergeht. Da sind die Zunahmen jetzt immer. Also ich stricke das nach und nach, Reihe für Reihe und hake mir die dann immer ab, wenn ich die gestrickt habe. Also so habe ich, wie gesagt, noch nie etwas gestrickt, nach Reihe für Reihe vorzugehen. Und es geht. Also es kann man auch machen. Hatte ich nicht gedacht, aber man lernt ja zum Glück nie aus. Und das ist sehr schön. Ja, es macht mir wirklich Spaß. Anfangs dachte ich, oh, da weiß ich nicht, wenn ich nicht genau aufgeschrieben habe, ob ich da richtig bin oder so. Aber es sind immer wieder, die Anleitung ist sehr gut geschrieben, sind auch immer wieder kleine Kontrollen, dass die Maschenanzahl stimmen muss. Und das ist natürlich eine gute, hilfreiche Sache. Ich habe jetzt zwar schon lange nicht mehr gezählt, aber ich habe zwischendurch schon gezählt und habe gemerkt, oh, ich bin richtig. Und das hat mich natürlich erfreut. Ja, das gibt natürlich dann nur so ein kleines Ärmelchen, aber ich kann ja auch den Ärmel länger stricken, dann wird es vielleicht so eine Art Herbstjacke, das werde ich nochmal gucken. Weil so im Sommer, wenn der so heiß ist wie dieser Sommer, da brauchst du nicht so wirklich so eine Wickeljacke. Und die kalte Jahreszeit beginnt ja. Also insofern, das lasse ich mir noch offen. Ich habe ja Wolle da und kann die zur Not auch schnell nachfärben. Das lasse ich mir so ein bisschen offen, ob ich die lang stricke oder nicht. Mein Ärmel stricken ist immer blöd, aber sieht auch sehr, sehr schön aus, finde ich. Sieht ganz toll aus. Ja, so, und da bin ich ganz schön durchgerast momentan. Alles gezeigt. Bis auf die zwei Sachen jetzt noch. Und zwar der Gewinn von der Podcast-Verlosung. Und den neuen Gewinn möchte ich auch natürlich noch zeigen. Ja, also jetzt geht es erstmal los mit dem Gewinner. Oder der Gewinnerin besser in dem Fall. Und zwar hat gewonnen diese beiden Stränge, einmal Gletscherberge und Laube der Lorelei.
die Grit Köhler. Und zwar unter dem Podcast Nummer, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, wie doof ist das denn jetzt? Muss ich nachdenken, 23. Podcast Nummer 23. So habe ich das denn nicht aufgeschrieben? Doch, habe ich aufgeschrieben. Podcast Nummer 23, Grit Kölker. Köhler habe ich gesagt. Da habe ich sie auch hingeschmiert auf den kleinen Zettel. Und die habe ich mir ordentlich aufgeschrieben. Das ist gut. Ja, Grit Kölker. Und du kannst mir gerne eine Nachricht schreiben. Und dann schicke ich dir die beiden Wollen zu. Und ich gratuliere dir von ganzem Herzen. Und hoffe, dass du dich freuen wirst und dass Blau deine Farbe ist. So. Der oder diejenige, die jetzt eine neue Chance erhält auf diese beiden Stränge, muss nur Folgendes machen, und zwar einen Kommentar unter irgendeinem Video von mir hinterlassen. Und zwar kannst du gewinnen einen Strang Emma Woodhouse mit der Donegal-Neps-Wolle, hoppla, und einen Strang Rosenball mit der Merino Polyamid-Wolle. Und ich habe die beiden extra ausgesucht, weil die ganz, ganz, ganz schön zusammenpassen. Also die beiden Rosatöne sind hier, passen hier ganz toll zusammen. Und dann kommt das Blau in diesen Noppen hier auch toll rum. Also ich finde, dass die ganz, ganz schön harmonisieren, die beiden Stränge. Und du kannst da ein Tuch rausstricken oder einfach nur für Socken machen oder irgendwo in was anderes reinarbeiten. Jetzt ist ja auch gerade der Steven West Call, das passt ja auch gut dazu. Hier mit dem Uni-Strang, die gemusterten sind, glaube ich, diesmal nicht so dabei. Kann man sich aber auch überlegen, warum nicht. Genau, das ist also der neue Gewinn. Neue Podcast-Gewinn. Gut, hiermit sind wir schon am Ende angelangt und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ein bisschen unterhalten. Und ihr hattet eine gemütliche Strickzeit mit Tee, Kerzen und ganz viel Freude dabei. Und das wünsche ich euch auch für die nächste Zeit. Lasst es euch ein bisschen gut gehen und genießt das Leben. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.